Ja, also wir ernten seit 7 Jahren ungefähr. Also bauen wir Süßgras in unsere Ernährung ein. Wir sind gerade zu der Stelle, wo wir das angebaut haben. Weil man findet, dass Süßgräser wachsen auch auf unseren Wiesen, aber nicht so konzentriert. Da sind halt viele Beikräuter dabei auf der Wiese. Und jetzt sieht man jetzt schon hier die schönen Unterschiede. Jetzt sind wir hier auf der Wiese, die zweimal, dreimal im Jahr gemäht wird und woraus Heu gemacht wird. Und sonst wird es mit EM und Kuhdung gedüngt. Und jetzt da im Vergleich dazu hier die Stelle, wo wir das gezielt angebaut haben, da wächst halt dann fast nur das Gras, also das, was wir angebaut haben. Und das vereinfacht halt die Ernte. Die Samen kann man ganz einfach bestellen und beziehen übers Internet. Man kann sich auch mal selber durchprobieren, ob ein besser Weizen, besser Dinkel, besser Gerste, besser Kammut oder Rehgras, welches Gras einem gut schmeckt. Und wir bevorzugen jetzt hier das Rehgras vom Geschmack her. Es ist einfach mild und saftig und man hat bei dem keine Sperre. Also man kann von dem recht viel trinken, ohne dass sich irgendwie was so einstellt, wie dass man jetzt genug hat davon. Also ich könnte davon Unmengen trinken, weil es so gut schmeckt. Und im Prinzip sind auch alle Getreidesorten sind Süßgrasarten. Und das enthält einfach für uns Unmengen Chlorophyll und ganz viele Spurenelemente und Mineralstoffe, sogar Eiweiß, 37% Aminosäuren sind in diesem Süßgras. Das kann natürlich ein bisschen variieren, je nach Boden. Es ist eigentlich eher ein Starkzehrer, also der braucht schon gut, oder ein Mittelzehrer, also einen guten komposthaltigen Boden verträgt Gras. Und das wächst einfach wieder nach und man kann es immer wieder schneiden. Bis der Schnee drauf liegt, dann ist eigentlich dann Schluss damit. Der Frost macht dem Gras weniger aus. Das ist recht kälteresistentes Gras. Und wir haben das sogar schon in der Wüste gefunden, dieses Süßgras. Also wie gesagt, wir haben in Europa 200 unterschiedliche Süßgrasarten und die sind eigentlich alle essbar. Natürlich haben die alle unterschiedliche Geschmäcker und auch je nach Jahreszeit variiert der Geschmack. Also im Frühjahr schmecken generell die Wildkräuter und das Gras milder und im Laufe des Jahres verändert sich der Geschmack und die Inhaltsstoffe. Und so ist es eigentlich immer gut, wenn man zuerst mal kostet. Also ich weiß jetzt, wie das schmeckt, weil ich die letzten Tage hier schon immer ernte. Aber sonst, bevor man was in großer Menge erntet, sollte man schon schauen, schmeckt es einem überhaupt. Und es schmeckt richtig gut. Also es ist richtig süßlich und saftig und man muss schon gut kauen, aber dafür haben wir ja die Zähne und dann kriegt man da einfach durchs Kauen den Saft raus und jetzt könnte ich die Faserstoffe mit runterschlucken oder ausspucken, also das, wir sagen, das wirkt eigentlich wie ein Besen, der nochmal den Darm auch säubert, wenn man das mit runterschluckt. Und das Gras, was ich jetzt ernte, das werde ich dann mit dem Mixer mixen mit Wasser und dann wahrscheinlich durch ein Sieb entsaften, da haben wir dann die Faserstoffe nicht dabei
trinkt einfach den konzentrierten Saft. Und das gibt unglaublich viel Energie für den Morgen. Es füllt unseren Basisspeicher auf im Körper. Das ist ja sehr wichtig, dass wir basisch sind für die Gesundheit. Dass wir wieder die Säure neutralisieren. Und die so entstehen durch Stoffwechselgifte und ungesunde Ernährung. Also wenn wir mal Ausnahmen machen und nicht gesund essen, dann kann der Körper das mit so einem Grassaft viel besser abpuffern, wie wenn wir den halt nicht trinken. Und also uns geht es damit hervorragend, wir sind sehr gesund und unsere Kinder mögen den auch gern, wenn wir den mit Stevia-Blättern, das ist ein bisschen süßen, das ist eine süße Pflanze aus Bolivien, die wir dann manchmal noch gern beigeben, damit es ein bisschen noch süßer ist. Ja. Und da wir momentan, also das würde jetzt schon gut reichen für ein, zwei Personen, für ein Glas. Da wir momentan aber noch einige Besucher da haben und Rufer da haben, die uns gerade am Hof helfen, machen wir noch ein bisschen mehr für die anderen mit. Und da brauche ich schon 3, 4, 5 Quadratmeter mag ich schon anbauen von dem Gras. Und je nach Regen und also Niederschlag und Sonne wächst es jetzt ungefähr. In einer Woche wird es wieder so hoch sein, denke ich mal. Also jetzt ist es schon kälter geworden, jetzt haben wir schon Oktober. Wächst es vielleicht langsamer. Ich habe Handschuhe angezogen, weil es schon so kalt ist. Wir haben jetzt schon 0 Grad manchmal am Morgen. Und im Winter, da mache ich so, da friere ich entweder mir den Grassaft ein für die und taue ihn dann auf. Oder ich verwende Gersten- und Weizengrassaftpulver. Also das ist sprühgetrocknete Saft, den als Pulver, den man sich dann einrührt in Wasser. Wir haben damit mit dem Gras auch schon Eiscremes gemacht, einfach mit gefrorenen Früchten, und den Fruchtzucker kann man eben durch das Grün auch ein bisschen abpuffern. Einfach gut, auch wenn man ein bisschen Grün dabei hat bei Früchten. Und da haben wir ein Eisrezeptebuch gemacht mit über 47 Rezepten, wo wir immer Gras dabei haben. Und das schmeckt aber ein bisschen, also wir haben ein Erdbeereis mal gemacht im Kindergarten, wo Gras dabei war, und es hat allen gut geschmeckt. Also so kann man auch Kinder überlisten, dass sie was Grünes essen, wenn ein bisschen Obst dabei ist. Und es mag vielleicht gewöhnungsbedürftig sein, aber ist es nicht natürlicher, Gras zu essen als irgendein Fertigprodukt? Und wie gesagt, man muss erstmal eigentlich das kosten. Bevor man sich immer eine Meinung bildet, sollte man es ausprobiert haben. Und da der Mensch eben ein Gewohnheitstier ist, haben wir uns so an diese denaturierte Nahrung im Supermarkt gewöhnt, dass das für uns komisch ist und das andere normal ist. Aber es ist eigentlich verrückt. Also es ist wirklich einfach verrückt, dass das normal ist, was eigentlich super ungesund ist. Ja, und ich bin dazu gekommen eigentlich über meinen Mann, der seit über 20 Jahren an Gesundheit forscht, wie kann der Mensch gesund altern. Also das ist eigentlich so unser Wunsch, dass wir nicht sterben, weil wir krank werden, sondern dass wir bis zum letzten Lebenstag eigentlich gesund bleiben können. Und das war so sein Antrieb, sich mit Ernährung ganz stark auseinanderzusetzen. Und er war natürlich auch, also hat viele Krankheiten gehabt, und das war dann
auch sein Wunsch, frei von Krankheiten zu sein. Und ja, er fühlt sich jetzt mit 50 besser als damals mit 15. Das kann man auch auf diese Ernährung zurückführen. Also man, der Körper hat das, was er eigentlich braucht. Durch diese vitalstoffreiche, also voller Leben steckende Nahrung, die so frisch wie möglich verarbeitet wird, hat der Körper das, was er braucht. Dazu kommt dann noch, die Lebensmittel in der richtigen Kombination und Reihenfolge zu essen, weil der Magen sich immer auf die Lebensmittel einstellen muss und die Magensäure auch sich dementsprechend zusammensetzt, was gerade verdaut werden soll. Und wenn wir da ein Durcheinander haben von Eiweiß und Kohlenhydraten, dann ist es schwer aufzuschlüsseln. Das kommt noch dazu. Also es ist schon komplex, das Thema Ernährung. Es ist sehr entscheidend, wie wir die Lebensmittel in welcher Reihenfolge essen. Und so forschen wir einfach an uns selber und haben auch schon viele Menschen davon begeistern können, die auch tolle Resultate damit erzielt haben. So Neurodermitis ist in 2 Wochen weggegangen durch diese richtige Reihenfolge vom Essen. Also das ist unglaublich, was man durch so wenig Einfluss und vor allem auch wenig Leid. Also es muss dann, also es gibt ja so viele Nebenwirkungen, was Medikamente verursachen, und wenn man sich eben wieder ein bisschen natürlicher ernährt, das heißt zurück ein bisschen zum Ursprung, beim Markt einkauft, einfach noch, dass einfach viel Lebenskraft enthalten ist, und dann nicht zu Tode kochen, sondern schonend kochen, und dann kann man sich damit eigentlich gesund erhalten. Ja, das Gras wird nun in den Topf gemacht, oder das, je nachdem, was ihr für Equipment habt, kommt Wasser rein. Genau, oder mindestens zur Hälfte, weil sonst ist es so fest, dass es halt nicht richtig mixt. Genau, also es muss immer gut Wasser drin sein. Nicht zu viel, damit nicht zu matschig wird, aber wie gesagt. Und dann gut durchmixen, also so einer ist richtig gut. Und dann kann man das in Sieb reingeben. Es gibt vielleicht auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt auch so Presssiebe oder je nachdem, was euch da einfällt, kann man kreativ sein. Hier hat man es jetzt halt so gemacht. Einfach gut durchrühren, immer drücken. Halt aussieben. Und dann, ja, einfach abfüllen. Ja, dann lasst euch schmecken. Also mir schmeckt es richtig gut. Kann man gut trinken. Nicht so ganz bitter wie irgendwie entsafteten Salat oder so Sachen. Auch nicht so ganz aggressiv wie Sellerie. Sind richtig, ja, wenn man die richtige Sorte hat. Also mir hat das Süßgras jetzt gut geschmeckt. Nachdem. Danke fürs Anschauen. Ciao, ciao.